Ja, wir, beziehungsweise Keim, haben überlebt. Ja, wie auch immer. Hier können wir speichern. Na sicher, wollen wir speichern. Im Hochland von Wohl, dem Hypozentrum. Einmal wieder gespeichert. Spiel schon erstellt. Und wir sind zufrieden. Okay, dann schauen wir mal. Es ist Zeit zu kämpfen! Aus dem Weg! Greifen wir mal erst den ersten an. Und da. Und greifen wir den zweiten an. Ja, ein rundenbasiertes JRPG. Und wir haben gewonnen. Yay. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch irgendwie was einsammeln kann. Wie gesagt, es ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Ich kann so ein bisschen mit der Kamera gucken. Wir gehen mal hier rechts lang. Scheint es nichts zu geben. Stoßen. Ah, das wollen wir stoßen. Wir finden einen Schlägerring. Das Zielringsystem. Ja, gucken wir uns das doch mal an. Zum Verwenden des Zielringsystems benötigst du Ringe. Rüste deinen Charakter mit Ringen aus, dann erscheint beim Angriffsbefehl automatisch der Zielring. Das Zielring-Kampfsystem gewährt dir neben dem normalen Waffenangriff weitere Fähigkeiten. Solange das Zielringsystem aktiviert ist, werden Zielring und Zeit angezeigt, wenn du den Angriffsbefehl ausgewählt hast. Halte den rechten Schalter gedrückt, wenn die Zeit beginnt, und lass ihn los, wenn sich der äußere Ring direkt über den Zielring befindet. Wenn du den richtigen Zeitpunkt triffst, ist dein Angriff absolut wirksam. Das beste Ergebnis ist perfekt. Läuft die Zeit ab oder hast du nicht den richtigen Zeitpunkt getroffen, ist dein Ergebnis schlecht und du erzielst keinen Zusatzeffekt. Je nach ausgerüstetem Ring gewährt das Zielringsystem zusätzliche Wirkungen. Wähle deinen Ring entsprechend der Situation. Nö. Und natürlich werden wir ihn einmal ausrüsten. Unter Ringe haben wir nämlich jetzt... Na? Da müssen wir unter Ausrüstung wahrscheinlich gucken, ne? Ah, weil er schon automatisch ausgerüstet ist. Okay. Der Schlägerring hat die Verbesserung Schaden hoch Stufe 1, also der Angriffsschaden wird leicht erhöht, wenn wir es halt perfekt machen. Wenn nicht, ist es normaler Schaden. Also es ist nicht so, dass wenn ich das verpasse, gar keinen Schaden mache. Gehen wir mal weiter. Oh. Ja, Lava, wir kriegen ein bisschen Schaden, wenn wir darüber laufen. Hier können wir wieder stoßen, vielleicht finden wir da auch noch was. Eine Engelsschwinge. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Engelschwinge Wiederbeleben ist. Oh, Zufallskämpfe. Ja, Zufallskämpfe ist auch hier Gang und Gäbe. Und wir greifen mal an, wieder gegen, ja, Untote quasi. Und das war nämlich gut und somit machen wir wesentlich mehr Schaden. Und das ist eigentlich ganz cool an dem Kampfsystem, weil so macht man wenigstens noch zwischendurch was anderes, außer mal die ganze Zeit auswählen. Perfekt! Bam! Und man macht gleich mehr Schaden. Finde ich ganz cooles System, einfach dadurch wirkt das ein bisschen nicht so statisch. Nicht so, oh, ich drücke A, weiter A, 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 sondern man muss ein bisschen noch was machen, ein bisschen aufpassen. Finde ich cool. Und ja, für das nächste Level brauchen wir noch ein bisschen XP, kriegen wieder ein bisschen Gold. Also es lohnt sich hier nicht wirklich jetzt zu grinden oder so, deswegen einfach weiter... Zum nächsten Punkt. Vielleicht können wir hier noch wieder was umstoßen. Jawohl. Ich habe auch kein Spieleberater oder irgendwie sowas hierfür. Mana Kraut, sehr schön. Sondern einfach, ich spiele es einfach wieder ganz normal. Wenn ihr irgendwas dazu weißt, wenn ihr sagt, ah, hier, du hast was verpasst, sagt mir Bescheid. Falls ihr das Spiel kennt, natürlich. So, wir greifen wieder an. Üben noch ein bisschen mit dem Zielsystem. Perfekt.
119 Schaden. Nur jetzt nochmal, um wirklich den visuellen Vergleich zu haben. Ich mache jetzt mal nichts. Und mache nur 96 Schaden. Also es sind schon 20% fast, die ich mehr mache dadurch. Ja, die zwei Erfahrungspunkte sind jetzt nicht so relevant gewesen. So, haben wir hier noch irgendwie was? Da leuchtet nämlich was. Aufheben. Ein Namensschild. Okay, gucken wir mal, was das ist. Ja, ich drücke mal Start. Wir müssen aber nur Y drücken fürs Menü. Haben wir wohl hier irgendwie was gefunden? Wertsachen. Okay, Namensschild. Wurde im Hochland wohl von Wohl verloren und gefunden. Tja. Weiter geht's ins nächste Gebiet. Und wir gehen weiter. Rand der Steppe. Hey. Kann man hier was machen? Nee. Wir gehen einfach weiter. Wenn wir das Blinken sehen, dann hinter, aber sonst. Ha! Eine Kiste. Mit der Heilungsmedizin. Sehr schön. Auch da ist noch eine Kiste, die wir mitnehmen können. Ah, aber erst nochmal ein Zufallskampf. Und so ein Zufall, dass wir wieder gegen Untote antreten. Das sind wir sogar drei. Ja, wieder zu früh losgelassen. Da, sehr gut. Keim ist auch zufrieden. Wir kriegen mehr Gold. Sehr schön. Wir machen weiter. Erstmal die Kiste noch mitnehmen. Mana-Kraut. Gucken wir mal, hier scheint nichts irgendwie zu sein, obwohl da liegt irgendwas auf dem Boden, aber ja. Weiter. Bitte keinen Zufallkampf, bitte keinen Zufallskampf. Sehr schön. Bringt uns halt eh nicht so viel jetzt hier gerade irgendwie. Und wir können speichern. Ich habe das Gefühl, dass wir es ruhig machen sollten. Ihr dürft gleich dabei sein, wie ich speichere. Sehr schön. Ganze, es ist 5 Minuten vergangen schon seit dem letzten Mal. 7 Minuten. Rechnen muss gelernt sein. Und hier eine Kiste. Und wir haben Heilungsmedizin. Und da hinten sind Leute. Das ist immer gut. Leute sind immer gut. Hey yo, was geht? Siehst du irgendwas? Ja, ich sehe immer da. Ja, naja. Oder hier. Was? Der Typ da drüben, der lebt noch. Wirklich? Hey, du! Wo sind die anderen? Bist du allein? Wie ist dein Name, deine Einheit? Leutnant Keim Argonar, Kommandant 17. Zug, Panzermagietruppe. Ein Wunder, dass sie noch leben. Kommen Sie, hier entlang. Kaum zu glauben, dass jemand überlebt hat. Unfassbar, dass er das überlebt hat. Das gibt's da gar nicht. Tja, quasi oder fast wie ein Wunder. Was haben wir denn hier? Kisten. Truhen. Gib mir Money. Engelschwinger. Was ist hier drin? Gib mir Money. Fettsteine. Ringfertigung. Ja, gucken wir uns doch mal an. Du kannst die Ringe für das Zielsystem mit Hilfe von der Ringfertigung erstellen. Denk dran, du brauchst Komponenten für die Ringfertigung. Es gibt viele verschiedene Komponenten, die du im Kampf gewinnen oder in Schatzkisten oder Geschäften finden kannst. Auch der Ring selbst kann als Komponente verwendet werden. Im Ringfertigungsmenü kannst du eine Liste mit Ringformeln findest du eine Liste mit Ringformeln. Wenn du die erfolgreichen Komponenten hast, kannst du sofort Ringe anfertigen.
Sieh im Ringfertigungsmenü nach, was dir neu gefundene Komponenten bringen. Wenn du neue Komponenten erhältst, bekommst du auch neue Ringformeln. Ja. Mit der X-Taste kannst du die Ringformeln filtern. Sieh dir die Formeln an, wenn du neue Komponenten erhältst. Ja. Nö, wir können aber ja mal gucken, was wir so haben. Und zwar im Ringfertigungsmenü. Wir können theoretisch einen Schlägerring Ultra erstellen, wenn wir Schutzengel-Erz hätten. So können wir noch einen zweiten Schlägerring erstellen, falls wir mal irgendwie einen zweiten brauchen sollten. Ja. Mehr gibt's hier aber erstmal nicht. Ja. Moin. Erstaunlich, dass du überlebt hast. Du kannst den Panzerwagen nehmen. Er fährt schon bald los. Er fährt schon bald ab, meine ich. Ja, wie auch immer. Dann fahren wir doch mal mit dem los. Ja. Rückzug, Bewegung. Ja. Bewegung. Dun, 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 dun. Panzerfahrzeug. Hi, ho. Hallo. Dip, dip, dip. Yo, man, was geht? Wer bist denn du? Das ist Offizier Seth Balmore, 43. Magiedivision. Genau wie du. Ist ebenfalls heil da rausgekommen. Oh, also ihr beide habt wirklich Glück gehabt. Seth. Hey, ich... Huh. Wir fahren durch die Wälder, wir fahren durch die Lande und dort hinten ist irgendwas wie eine Mauer oder so. Ja, sieht aus wie eine Mauer. Die magische Republik Ura. Hier steigen Sie aus, Leutnant. Der Rat möchte den Überlebenden sprechen, Sir. Nein, Sie nicht, Offizier Balmore. Hey, ich hab auch überlebt. Der Rat hat nur Leutnant Argonar gerufen. Hinsetzen und Mund halten. Da stimmt auch was nicht. Hier lang, Leutnant. Da stimmt wirklich irgendwas nicht. Wer ist das? Soll es sitzen bleiben? Mir nach. Alles klar. Vergessen wir die ganz schnell. Die ist bestimmt nicht wichtig gewesen. Da mal rein, da. Das große Tor im Turm. Was gibt's? Leutnant Argonar, bitte nehmen Sie den mittleren Lift. Die Einschienenbahn wartet oben. Ja, oder auch nicht. Was sagst du zu mir? Ein Soldat hat mir erzählt, er hätte seinen Helm verloren. Wo könnte der bloß sein? Er sagte, er wäre ihm durch den Spalt gefallen, als er im Lift nach oben fuhr. Aber als er zurückkam, war er weg. Ja, schade für den Helm. Was hast du mir zu sagen? Wie war das noch? Dieser Lastenaufzug funktioniert nicht wie die anderen? Nicht wie die anderen. Ja. Gut, mehr gibt's hier wohl nicht. So, dann gehen wir mal nach oben. Du, 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 du
Hier fehlt eindeutig Fahrstuhlmusik. Aber sowas gab's wohl hier noch nicht. Oder gibt's hier noch nicht? Ja, ab nach vorne. Ab nach vorne. Ab nach vorne. Wir gucken jetzt mal nicht weiter. Was gibt's? Schnell, Leutnant. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ja, ist ja gut. Aber ich bin Keim. Und ich lasse alles im Keim ersticken. Ja. Ich gehe mal vor. Ihr braucht mir zu lang. Moin. Wo geht's lang? Ja, ich habe Samen erlangt. Sehr schön. Diese Schlacht verwandelte sich in unserem schlimmsten Albtraum. Alle starben, egal auf welcher Seite sie standen. Ja, aber ich war doch noch da. Denn ich bin cool. Hey, was hast du zu sagen? Allein steigen, wir fahren in Kürze ab. Müssen wir hier links lang? Ja, wir müssen links lang. Okay. Ich gehe mal vor. Lass mich rein. Wir fahren ab. Habe ich gehört. Ja, es ist eine sehr, ja, ich würde jetzt fast sagen, steampunkige Welt, bloß alles funktioniert mit Magie, so. Also ist schon sehr lustig. Im Inneren der Einschienenbahn. Ja, jetzt sind wir drin. Hey, sind Sie nicht dieser Soldat, der nicht sterben kann? Was? Die 17. Division? Die war doch an der Front, lag mitten im Wohlhochland. Niemand hätte diesen Meteoriteneinschlag überleben können. Aber Sie haben keinen Kratzer. Tut mir leid, Leutnant, aber es ist zu seltsam. Die paar, die wir retten konnten, waren weit vom Zentrum des Einschlags entfernt und selbst die waren schwer verletzt. Es ist nur schwer zu glauben, dass jemand dieses Inferno überlebt hat. Dann glaub's nicht. Das hört der Rat sicher nicht gern. Sagen Sie schon, wie war das möglich? Soll ich es an dir ausprobieren, oder was? Ah, leck mich. Microsoft Game Studios presents Mistwalker, a Mistwalker production. Developed by Feel Plus. Taikiho Inoue und so weiter. Ja, ich lese es jetzt mal nicht weiter vor. Genießt es. Lost Odyssey.